Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Projekt mit den Demon Hunter. Yeah, was geht ab? Ah, wir sind Tank und sind unterwegs zu unserer zweiten Waffe. Ich dachte, das holen wir uns jetzt nochmal, bevor wir das nächste Startgebiet hier loslaufen. Hier, was war das? Sturmhallen, ne? Sturmhallen sollten wir, genau, das zweite Gebiet. Und das Szenario, was davor passiert, machen wir dann. Also machen wir im nächsten Part. Und so haben wir dann nochmal ein bisschen Zeit, uns auf den Demon Hunter ein bisschen einzustellen. Denn die DD-Waffe, die wir da haben, die auf uns wartet, das werden wir mit dem Tank machen. Hahaha, Noch nur oder? einen Voll Moment mit geil. dem Ereda. Allein. Er hat Informationen, die wir brauchen. Aha. Mein Lehrer Okay. dient einzig der Ich kann diese Untermann der Magie brennenden Legion. ihresgleichen nicht leiden, aber sie sind notwendige Verbündete, okay? Wir müssen herausfinden, wo sich Varedis verkrochen hat. Und dazu müssen wir in dieses Gefängnis eindringen. Tut einfach alles, was dazu notwendig ist. Denkt immer daran, Aber es ich will gibt die jetzt nicht kein umbringen. höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Nur zu Besuch? Oha, okay. Ich traue euch Dämonenjäger nicht. Und Entschuldigung. Ihr und die Legion seid für mich ein und dasselbe. Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Lasst uns in die Festung Wächter. Lasst uns rein, oder ich werde euch den Unterschied deutlich machen. Gleich ein paar Sprüche. Wir machen es einfach mal dringlich, ne? Ihr So. habt keine Zeit für Erklärungen? Dann werde ich meine Zeit nicht mit euch verschwenden. Ach komm schon, Digga. Niemand entkommt Lasst aus uns diesen rein, Mauern. oder ich werde euch den Unterschied deutlich machen. Soll das etwa eine Drohung sein? Muss ich euch daran erinnern, dass ihr hier in meinem Gefängnis von meinen Wachen umzingelt seid? Wollt ihr es etwa herausfinden? Was habt ihr schon zu verlieren? Gut. Auch gut. Dann bringen wir es hinter uns. Ja, geht doch. Ohne Fight, Digga. Oder. Betretet die Festung. Aber für eure Mission riskiere ich nicht das Leben meiner Wachen. Ist das klar? Okay. Wir sind drinne. Glasklar, Wächter. Yeah, Baby. Was geht ab? Was geht ab? So. Senkt die Barriere und evakuiert die Festung. Diese Illidari möchten mit dem Eredar Worte wechseln. Oh, da hinten, ne? Da ist er. Die anderen sind ja. Ach doch, das sind sie ja alle. Nice. Folgt mir. Ich öffne die Zelle für euch. Na, da ist noch keiner drin. Oh doch, der ist drin. Aber wird mir nicht angezeigt, ne? Ja, doch, da sind sie doch alle drin. Wenn ihr euch Nice, die die. Ehre geben wollt, ich passe auf, dass sich niemand einmischt. Ihr geht vor mir, nachdem so viele euresgleichen gefallen sind. Lasst mich frei, dann verschone ich euch vielleicht. Ach, Digga, komm schon. Darf ich vorstellen, Tal'Dorf, einer der mächtigsten Ereda, die uns je begegnet sind. Ihr versteht euch sicher blendend. Na sicher, mein Hübscher. So, lass uns Denkt quatschen. daran, Dämonenjäger, ihr wart niemals hier. Na, ihr stellt euch mir allein? Oh, was? Oh, toll. Ah, er kommt sogar runter. Ja, Verwerdet los. doch jedes Ha! widerliche Exemplar Der geht auch eures gleich guten auf uns los. Das war wieder Aufspürens. so klar. Schande, ihr Jetzt, erlebt so oft das, kann ich wo jetzt auch es nicht geht. brechen. Wo ist Varedes? Sprecht oder sterbt! Da sollten wir definitiv mal ausweichen. Weil ich will es auch nicht Mein austesten, Erbe was man da sitzt für einen Macht Schaden kriegt. jenseits eurer Vorstellungskraft. Eure Bemühungen sind umsonst. Erstmal Metamorphose. Alles wird ganz so, Metamorphose. wie Papa, im Papa, Willen meines Herrn Papa. beugen. Wir haben, Geil. was wir wollten. Tötet ihn. Ja, alles klar, Digga. Wir töten dich. Hast verstanden? Boah, komm her, Alter. Easy peasy mit dem DD. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ja, als Die Tank DD Zwillingsklinge Quest. werden euer Ende sein. Toll, dann hat er noch nicht mal vernünftigen Loot, ey. Frech. Ganz frech.
So, ich bin wieder da. Hi. Surama ist nicht weit von hier, ja. Trotzdem das Endgebiet, Digga. Was ist los, Alter? Ihr führt diese Jagd an, Xermatul. Ein paar ausgewählte Illidari werden euch begleiten, damit Viradis auch ganz sicher ausgeschaltet wird. Der Rest von uns bleibt zurück. Ein kleines Team hat bessere Chancen, sich der Festung unbemerkt zu nähern. Wir treffen uns an Krasus Landeplatz, sobald ihr zum Aufbruch bereit seid. Ja, sind wir. Wir treffen uns auf Krasus Landeplatz. Jo. Dort sattle ich eine Teufelsfledermaus nach Surama für euch. Lasst die Jagd beginnen. Oho. Auf jedesten. So, ihr Lieben. Gut, dann müssen wir jetzt hier einen kleinen Cut machen. Ihr seht, es ist 5.46 Uhr. Ja. Und wenn ihr das nächste Mal zuschaut, also wenn ihr den Cut mitbekommen solltet, dann ist es ein bisschen später. Da ich nicht weiß, wie lange das Szenario geht, denke ich mal, machen wir hier einen kleinen Cut und nehmen dann nachher nochmal weiter auf. Ich habe nämlich ein Problem damit, wenn das genauso wieder ist wie die Mission mit Katka. Und wenn das dann zu lange geht, ja, dann muss ich cutten. Das ihr habt die Ehre, unseren Champion nach Surama zu begleiten. Ein kleiner Trupp gelangt leichter unbemerkt in die Festung. Okay, wo ist er denn? Ich würde gerne sehen, wo er redet. Nicht, dass ich wieder alles von vorne machen müsste. Deswegen machen wir hier einen kleinen Cut, aber das ist ja nicht so dramatisch, Leute. Ihr kriegt das ja gar nicht mit. Also, bis später. Ja, Leute, der Cut war real und wir sind wieder da. Nice, oder? Guckt mal auf die Uhrzeit, wir haben gerade geradet. Wir haben heute, also letzte Woche, ne, wenn ich euch das zeige, hier, ne, heute zeige ich euch das, da. Oh, die HC fertig gemacht. Auf einiges gefasst. Paredes ist ein gerissener Gegner. Aha, ich dachte, jetzt kommt noch ein bisschen was. Ah, okay. Wir müssen nicht die ganze Zeit mit dem fliegen. Alles klar. Sehr gut. Kleiner Ladescreen hier. Da ist er. Oh, oder diese epischen Ladescreens früher vor mit den Zeppelin. Wir müssen die Zauberbrechen war heftig. Die Barriere erzeugen. So, ach du Scheiße. Ich glaube, das wird länger dauern, oder, Leute? Okay. Wir müssen das ganze Gebiet hier klären, oder? Vorwärts. Was? Schneller. Wer hat uns entdeckt? What the fuck? Geht weg, Alter. Schön unter Beschuss genommen, mal. Oh, jetzt selber fliegen, ja. Hier alles ausweichen. Das wäre cool, Mann. Njau, njau. Keine Zeit zum Landen. Stürzt euch direkt in die Schlacht. Los! Oh, hier, Superman. Njau, Bats, Alter. Was geht ab? Oh, Teufelsseele. Ich mach die platt, ey. Was geht? Wo muss ich eigentlich hin? Die Dämonen unterschätzen eure okay. Macht. Ja. Ihre Überheblichkeit. Alles klar. Komm mal mit. Hier, mein Hübscher. Den nehmen wir mit. Hier ist ein Tank hier, Alter. Die können ja alles zusammenziehen, Mann. Was geht? So. Ja, also, wie gesagt, also wir haben ohne ihn gelegt. Yay. Mega geil, Alter. Was für ein Fight, ey. Ich glaube, es sind alle verreckt, außer zwei Leute. Gerade mal noch übrig gewesen. Ey, so ganz knapp weggeballert, ey. Boah, heftig. Also, ich bin immer noch gehypt davon. Ja, weil wir es eben gerade geschafft haben, ne? Und dann haben wir nochmal Hardcore-mäßig. Jetzt kann ich ja nicht wieder reden. Ey, lad dazu. Klar machen wir das alleine. Junge, was glauben die denn? Dass wir hier so Weichei sind? Kranker Scheiß. Echt. Ja, wir haben da noch die ganze Zeit. So, jetzt hör auf, mal dazwischen zu reden. Meine Fresse, krieg ich ja die Sätze nie zusammen, ey. Nee, wir haben da noch Guan getried und ja, das war natürlich richtig räudig, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich glaube, das Beste war jetzt beim First Try an dem Abend war, glaube ich, 38% oder so. Oder ein bisschen weniger sogar noch. Aber ja. Da fehlt noch ein bisschen das Einspielsystem, ne? Hier ein bisschen moven, wann mache ich das, das, das. Das ist schon alles so ein bisschen drinne. Aber das sind halt Fähigkeiten, die auch wirklich dann One-Hit-Mechaniken auslösen, wenn man es nicht macht, ne? Das reicht jetzt endgültig. Bist du das? Nee. Wen muss ich denn jetzt hier killen? Oh, doch. Digga, was los, ey? Hast du Hunger? Komm mal zu Papa.
Wie, noch einer? Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Zwei Stück soll ich wegballern? Junge. Alles klar. Das sollst du als Mini machen. Hier, DD machen. Okay. Kranker Scheiß, Alter. Nö, aber ich sag mal so, das dauert jetzt wieder ein oder zwei IDs und dann haben wir auch Guam down. Und dann haben wir auch irgendwann mal Helia HC down. Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen, Leute. Also mache ich mir nicht und unsere Leute im Raid auch nicht. Also von daher sehen das auch, ist auch gut so, ne, dass das alle ein bisschen gelassener sehen. Natürlich ist auch der Ehrgeiz da. Aber nichtsdestotrotz, wenn man merkt, okay, es geht gerade nicht voran, ja, dann machen wir es halt nächste Woche. Ist doch kein Problem. Hauptsache, wir kommen weiter und es macht uns weiterhin auch Spaß, so wie es sein soll. Ne? So, und das finde ich richtig geil, das Feeling im Moment. Und man merkt natürlich auch, wenn man jetzt sagt, so, ah, Leute, lass mal vielleicht nächste Woche, nö, lass mal weitermachen. Und bla, bla. Also der Ehrgeiz ist da. Das ist mega gut, finde ich richtig klasse. Dass nicht alle den Sand in den Kopf stecken. Scheiße. Den Kopf in den Sand stecken. Was sind das hier für Fähigkeiten, Mann? Hau ab, Alter. Nein, ich habe noch voll Life, voll Life. Oder Full Leben. Wie man will. Oh, 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 oh. Ey, was? Ja, man sollte doch hier mal ein bisschen mehr Schaden arbeiten, ne? Also, das ist ja doch. Oh. Aber, wie gesagt, wir haben ja Zeit, Leute, ne? Wir haben ja Zeit. Ich nehme euch einfach die Zeit. Das ist geil. Tanky sein ist immer spitzenmäßig. Hallo? Stirbt. Nix da. Ja, was haben wir denn hier noch? Ja, wir müssen uns komplett noch durcharbeiten. Wir haben noch eine Säule übrig, die müssen wir definitiv noch machen. Ich habe versagt. Ah, jetzt können wir sie aktivieren. Nee, wow, I-Beam, Alter. Ja, da ist es her. Wie töricht von euch, mich herauszufordern. Ey, sieht die Farbe sieht irgendwie nicht gut aus, oder? Mein Meister hat mir vieles geschenkt. Erblickt die Macht des Betrügers. Was geht ab? Ach, hier. Kick, bam. Ja, super. Mechanik, Alter. Das ist easy, Leute. Das machen wir schick. Finde ich klasse. Dass wir da auch mit Tank-Sachen locker durchkommen. Mit Main habe ich das ja auch gemacht. Ne? Ich habe Furor und Waffen. Ja, Waffenkrieger, die Waffen halt auch als Tank nur geholt. Da kam ich ja locker durch, ne? Bevor die Nerfs kamen, war das ja richtig OP, der Krieger-Tank. Von daher. Bam. War das schon geil, ne? Jetzt muss ich gucken, wo ich bleibe, ne? Mit meinem Damage und so eine Scheiße. Aber es geht. Also ich kann mich nicht beschweren mit meinem Main. Das hat alles super geklappt. Ich weiß, ihre Seelen zu nutzen. Meinst du, Digga, du kriegst keine Seelen mehr, Alter. Da habe ich eigentlich in Schwarze getroffen, also das passt. Ich bin voll zufrieden mit dem Krieger-Tank. Und ein bisschen noch die Stats verbessern, das ist jetzt noch mein Ziel, was im Raid halt, wenn wir schon davon angefangen haben. Das ist halt noch wichtig für mich. Alter, jetzt kriegen wir hier einen dicken Boss oder was? Und ja, ich bin gespannt, ob ich das noch hinkriege, bevor der nächste Raid reinkommt. Ne? Natürlich ist ja auch der Ehrgeiz da für die Heiler ein bisschen Unterstützung mit dem Gear und Blagedöns, hast du nicht gesehen, ne? Definitiv. Aber so wie wir das jetzt auch alle gesehen, ich habe jetzt keinen Druck da unbedingt jetzt hier die ganze Zeit Mythisch Plus zu laufen. Ich laufe halt meine in der Woche, ne? Aber das reicht mir dann auch, ne? So zwei, drei Dinger, dann habe ich plus 10, plus 12 oder so durch und dann hat sich das auch. Also ich laufe dann nicht mehr, ne? Nur so viel, wie man muss. Das, ja, nee, da würde ich nicht drauf klarkommen, sagen wir es mal so. Ein Video. Ich war einst ein Illidari und sollte im Schwarzen Tempel sterben. Seht jetzt die Macht meines neuen Meisters. Was für ein scheiß Verräter, Mann. Muss ich jetzt rumlaufen oder kann ich da hinspringen? Erblickt die unendliche Macht der Zwillingsklingen. Okay, was machst du da? Ah, du hast einen Stein vorbereitet. So, Illidari.
Ihr wollt also meinen Kopf, um euch die Zwillingsklingen anzueignen? Ja. Erlaubt mir, euch ihre Macht persönlich näher zu bringen. Digga, Alter. Ich glaube, der weiß nicht, wer wir sind. Kommt Charge! Batz! Entfesselt eure wahre Macht. Lasst euch nicht von Schwäche zügeln. Ja, gut, ne? Der Fight dauert jetzt ein bisschen länger, aber easy. Also, ich dachte mir jetzt eigentlich vorgestellt. Oh, bitte. Dass es ein bisschen länger dauert. Aber. Nicht mal ansatzweise, Digga, bist du das? Aber das ist ja schon der Endboss, ne? Boah, und ich dachte mir heute Morgen, boah, lieber Pause machen, aber das hätte ich ja noch locker hingekriegt, ey. Junge. Ja. Ne? Ich mache mir immer zu viel Sorgen. Das ist das Problem. Eure Seele wird die Zwillingsklingen nähren. Ah, jetzt war schön das Wicket gezogen, ne? Sonst haben wir's, sonst brauchen wir es ja nie, ey. Das ist ja heftig. Hast schöne Dev-CDs und benutzt, man brauchst du einfach nicht, Alter. Das ist geil. Finde ich klasse. Enttäuscht mich nicht, Varides. Will hier raus. Vernichtet den Eindringling mit den Zwillingsklingen. Gern, mein Meister. Range Tank, Alter. Oi. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Komm her, Alter. Wie locker wir den runterspielen. Der hat uns doch nicht mal auf 60 oder 70% runtergeballert, Alter. Haha. Argus zurück. Diese Sache kann noch warten. Hä? Ich brauche keine Waffen der Sterblichen. Hä? Es ist nicht vorbei, Illidari. Ist das jetzt ein Ernst? Er lässt seine Waffen einfach liegen? What the fuck, Mann? Die hätte ich doch wenigstens mitgenommen, Mann. Aber, tada, jetzt haben wir sie, Alter. Was geht ab? Nice, will ich sie des Betrügers. Was geht, Alter? Jetzt sind wir natürlich vollständig, ne? Als gut gemacht. Wir konnten den Himmel säubern, während ihr Varedes bezwungen habt. Als Demon Hunter. So, jetzt. Konnte ich meinen Satz wenigstens verenden. Aha. Ja, klar. Wir fliegen zurück, oder? Geht ab, oder? Na, bin ich mir aber gespannt. Oh, jetzt wollte ich erstmal chillen, erstmal zurücklegen, ne? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie was Tolles, ne? Irgendwelche kleinen Geschichten oder sowas, aber nö. Wollen sie nicht. Sonst, wenn ich immer rede, wenn ich anfange, dann quatschen sie mir dazwischen. Und wenn ich mal nichts sage, bleiben sie einfach ruhig. Ja? Wollen sie mich schön ins offene Messer laufen lassen, Alter. Die Schlawiner. So, wir gehen unsere Base zurück, hier unsere Ordenshalle. Gucken mal, was da so abgeht. Und würde sagen, was, wir haben zwei Quests, die wir abgehen können. Ah ja, Sturmhalm, genau, das haben wir ja gesagt. Machen wir dann nächstes Mal. Aha. Und jetzt gucken wir noch mal rein in die gute Stube. Ich finde es ja immer noch schade, dass wir hier nicht reiten können. Finde ich irgendwie schade, weil sonst kann ich auch überall reiten. Aber gut. So, was hast du mein für mich? Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Was ist mit anderen? Sind sie? Ich verstehe, sie haben ihr Leben nicht umsonst geopfert. Die Zwillingsklingen werden ganz sicher den Ausgang des Krieges entscheiden. Joa. So, die guten Dinger kommen mal hier hin. Die behalten wir. Oh ja, das stimmt. Wir machen mal unser Geschenk auf. Oh, da haben wir die gute Marke, aber ich glaube, die nutzen wir erstmal nicht. Ne? Wir wollen ja die Gebiete durchquesten. Von daher lassen wir das mal. So, wir haben hier noch eine Quest abgeschlossen. Und es ist auch alles nur Erfahrungsbonus. Das will ich nicht. Ich will schön gemütlich durchquesten mit euch. Und von daher sage ich mal, ich mache mich auf den Weg nach Sturmhalm, beziehungsweise in Dalaran warte ich dann auf euch im nächsten Part, oder? Also Leute, macht es gut, bis bald!